Die EU droht Österreich mit einer Klage, weil angeblich Türken besonders benachteiligt seien in Österreich. Die EU-Kommission hat herausgefunden, dass Österreich angeblich den Türken keinen vollen und freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt ermögliche und bei der Niederlassungsbewilligung zu restriktiv sei. Damit zeigt die Europäische Union, dass sie ohne Rücksicht auf die Stimmung der Österreicher einfach weiter an der Integration der Türken in die Europäische Union weiterarbeitet. Und das ist vollkommen inakzeptabel. Jeder weiß mittlerweile, dass die Türkei, da braucht man keinen Erdogan dazu, aber Erdogan hat es nur viel deutlicher gemacht, die Türkei nichts mit den europäischen Werten am Hut hat. Dass die Türkei nicht zu Europa gehört. Jeder weiß das. Jeder weiß, dass die Türkei in Wirklichkeit gar nicht Europa tauglich ist, geschweige denn jemals Mitglied der Europäischen Union sein kann. Jeder weiß, dass bei einer Volksabstimmung in Österreich eine absolute Mehrheit von 70-80% sich gegen einen Türkei-Beitritt aussprechen würde. Und trotzdem drücken die permanent auf die Mitgliedstaaten, in dem konkreten Fall auf Österreich, indem sie alles tun, um den Türken den Zuzug nach Europa zu erleichtern. Ich sage noch einmal, wer diese Politik ändern will, muss dieser Kommission und muss den politisch Verantwortlichen hier einen Riegel vorschieben. Und das geht nur, indem man euroskeptische Gruppierungen wie die Reformkonservativen stärkt. Und ich bin überzeugt, dass das nächste EU-Parlament ganz anders ausschauen wird als das jetzige. Dass also dass die Gruppierungen, die euroskeptisch bis sogar ablehnend der Europäischen Union gegenüberstehen, die werden deutlich stärker sein und ich werde mit einer Gruppierung zusammenarbeiten, die ganz eindeutig euroskeptisch ist und versucht, diesen ganzen Wahnsinn zu stoppen. Und dazu gehört auch die Frage des Türkei-Beitritts. Die Türkei hat meiner Ansicht nach keine Erleichterungen in der Europäischen Union zu bekommen und hat schon gar nicht eine Mitgliedschaft in die Union in Aussicht zu stellen, sondern es sind die Verhandlungen mit der Türkei schlicht und einfach abzubrechen. Jetzt gibt es ja bereits ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Die Regierungspartei von Erdogan hat Beobachterstatus in der Europäischen Volkspartei. Ist der Prozess schon zu weit fortgeschritten? Ja, das ist oder wäre es angesichts von Twitter und YouTube-Verboten an der Zeit, das zu stoppen? Es wäre gut, wenn man stärker in der österreichischen Öffentlichkeit bekannt macht, dass die Partei des Tayyip Erdogan Mitglied bei der EVP ist, in der ja auch die ÖVP sitzt. Das heißt, die Erdogan-Partei ist die Partnerpartei der österreichischen Volkspartei. Das ist in Österreich kaum bekannt. Ja? Die sitzen miteinander in einem gleichen Parteiboot. Das ist eigentlich unfassbar. Und die ÖVP tut so, als ob sie quasi gegen die Türkei beitritt wäre. In Wahrheit sitzt sie mit Erdogan in der gleichen Partei, in der gleichen europäischen Partei und arbeitet am Beitritt der Türken zur Union. Und die ÖVP wird da hundertprozentig mitspielen, da bin ich ganz sicher. Daher sage ich noch einmal, bitte, lieber Österreicher, überleg dir ganz genau, ob du solche Kräfte am 25. Mai noch unterstützen kannst. Und wenn die ÖVP nicht selber dafür sorgt, dass die Erdogan-Partei aus der EVP hinausfliegt, dann sollte der Wähler dafür sorgen, dass die ÖVP so abgestraft wird, dass sie erkennt, dass das der falsche Weg ist.